Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem Werner noch was, aber sein richtiger Name ist Heimo aus Österreich. Jetzt weiß ich nicht, heißt du Heino oder Heimo? War das ein Tippfehler? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gehört, dass jemand Heimo heißt. Aber gut, in Österreich ist alles möglich. Okay, der Heimo, ich kann das gar nicht sagen. Heino bestimmt, gell? Egal. Okay. Der gute Mann hat Angst, nach Ägypten auszuwandern oder macht sich Gedanken, ob die Ägypter ihn akzeptieren. Wie er fanatisch ist der Islam in Ägypten, weil er Atheist ist und aus der Kirche ausgetreten ist, ob die ihn auch akzeptieren. Also da kann ich dir ganz klar sagen, brauchst du keine Angst haben. In Hurghada ist alles voller Rentner, junge Frauen, ältere Frauen, alles da. Deutsche, Englische, Österreicher, Schweizer, ausgewandert. Ich weiß nicht, wie viele, seit 10, 20.000 Europäer tummeln sich da locker in Hurghada und alle sind akzeptiert. Keiner sagt da, oh, na, was glaubst du? Das ist ein Mischmasch und jeder lebt sein Leben. Ne? Also da fragt dich keiner, bist du Muslim? Nee. Oh, da wird er aber sauer, das geht nicht. Nein, das ist jedem seine persönliche Angelegenheit, an was er glaubt. Und alles, was man vielleicht negativ in den Zeitungen liest, stimmt nicht. Dass wenn du sagst, du bist Christ, dass du da eine drauf kriegst. Es ist so, dass man halt auch, auf was du aufpassen musst, ist auf dein Geldbeutel. Dass du nicht bestohlen wirst. Besonders sind so Auto, so Motorradfahrer sind gerne unterwegs, die den Frauen, wenn sie so laufen, ne, und sich so irgendwie in ein Schaufenster, ziehen die an der Handtasche und weg sind sie. Und die Frau liegt am Boden und glotzt blöd. Ja. Also man sollte seine Handtasche immer ganz fest so, dass die, und mir ist das noch nie passiert, ich habe auch so einen festen Schritt und ich habe meine Handtasche immer ganz fest. Ich weiß nicht, das habe ich schon immer. Weil immer, wenn ich im Urlaub bin, meine Mutter hat immer gesagt, pass auf deine Handtasche auf, es gibt Diebe, die klauen. Meine Mutter hat das so eingebläut von klein auf. Ne? Wo wir im Urlaub waren, immer, halt dein Geld fest, Taschendiebe, das, das. Also bei mir ist das nix. Bei mir, wenn du so machst, gucke ich sofort, was ist? Also, ja, Handtasche festhalten, beim Wechseln immer aufpassen, ne, dass man, wenn man wechselt, soll man sagen, nein, ich will alles nur, wenn du ägyptisch, wenn du Euro bezahlst, nimm Euro zurück. Wenn du ägyptisch bezahlst, nimm kein Euro zurück. Ne, die machen da auch rum und um. Dann gibt es noch diesen 50-Pfund-Schein und den 50-Piaster-Schein. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, den gibt es noch. Und da tun sie immer rummachen. Du hast mir, und dann kriegst du 50 Piaster zurück und das ist ja ein halber Pfund. Ne? Und nicht 50 Pfund. Also da wird auch viel gemacht. Dann natürlich mit den Preisen. Die sehen an den Europäern halt, an der Hautfarbe oder an den Klamotten und auch das Smalltalk in den Geschäften kriegen sie raus. Wie oft warst du schon in Ägypten? Bist du versiert? Kennst du die Maschen schon? Wenn du total freundlich bist und auf jede Frage eingehst, dann wissen die, du bist neu in Ägypten, da können sie höhere Preise. Aber wenn du schon so ablehnend. Entschuldigung, der Spucke verschluckt. Wenn du schon ein bisschen so ablehnend bist und so ganz cool und nicht auf jede Frage eingehst, sondern dich so rumguckst, dann wissen die, okay, die hat schon Ahnung von Ägypten oder der. Ne, man darf nicht sich in Ägypten so verhalten wie in einem deutschen Geschäft. Das verstehen die Ägypter falsch oder ne, die verstehen das nicht falsch. Die wissen, die denken dann, du bist das erste Mal in Ägypten. Man will nur freundlich sein, aber dann, ja. In ägyptischen Geschäften nicht groß lachen, guck dir die Ware an, wenn sie dich voll labern, antworte einfach nicht oder mach so, das heißt wart, einer Bus bess, ich guck nur einer Bus bess, Bus, also das, auch wenn es gebrochen ist, die verstehen das, ne? Und am besten, wenn man auf der Straße ist und bummeln will, guckt man auch und nicht kein Interesse hat an den Sachen. Geht man so vorbei und wenn du dann zu lange auf eine Sache starrst, kommt der Typ und lädt dich zum Tee ein, komm in mein Geschäft, ich zeig dir alles. Und viele machen das dann, diesen Trick. Wenn du dann Tee getrunken hast, dann schämst du dich, nichts zu kaufen. Und dann kaufst du irgendwas und dann kriegst du noch den superbesten, der Best Price in Egypt. Natürlich überteuert. Und dann wirst du übers Ohr gehauen, weil du hast ja den Tee getrunken, das kostet. Ne? Und seine Zeit und alles. Und so wirst du dann
Über solche Sachen müsstest du dir Gedanken machen. Nicht ob nach der Religion. Die Ägypter gucken nicht, ob du religiös bist oder nicht. Das ist denn, die gucken, wie viel Geld du hast in Hurghada. Ne, dass sie halt den größten Profit rausschlagen. Ja. Dann natürlich hast du mich gefragt, wie schnell kann man eine ägyptische Zeitung lesen? Also ich wohne jetzt 10 Jahre hier. Ich natürlich. Wenn ihr mich jetzt voll angestrengt hättet, könnte ich eine ägyptische Zeitung lesen. Aber ich habe andere Prioritäten im Leben gesetzt, habt ihr gesehen? Mein ganzes seit 2016. Seht ihr, was abgeht? Jetzt geht die Katzentür zu. Wenn man sich da reinhängt, dann kann schnell lesen lernen. Na, innerhalb von einem Jahr kannst richtig alles lesen. Locker, vielleicht ein halbes Jahr, wenn du dich richtig reinnimmst. Also du kannst natürlich Privatunterricht nehmen, da kann ich einen guten Lehrer empfehlen. Der heißt Ahmed Soliman, 1001 Arabisch. Könnt ihr auch in Facebook finden. Da könnt ihr auch Privatstunden nehmen oder seine Online-Sachen buchen. Ne? Und da könnt ihr die Basics. Am Anfang fängt man mit den Zahlen an, dass man mal die Preise lesen kann. Und dann muss man halt wissen, ne, in den Gesprächen der Ägypter kannst du leicht rausfinden. Spricht er mit einer Frau am Telefon oder mit einem Mann? Ne, das kann man immer gleich hören, weil die Endungen der Wörter ist dann immer männlich oder weiblich. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kommt man schnell rein. Ne? Also ich habe ja mit meinem Mann nur Englisch gesprochen, das war unser Fehler, aber im Endeffekt kein Fehler. Machst du die Tür wieder auf, Mausi? Danke, ich mache gerade ein Video. Und ah, Bib, die eine Schönheit. Guck, Guten ein Tag! Engelchen kommt. Mama, weißt du, wo der Hasan ist? Nee. Allahu alam. Der Gürtel für das Kleid. Lass doch so, brauchst doch keine Sams. Auch super. Sieht schöner aus. Schön weit. So. Ja, auf jeden Fall, wenn man sich da. Ich habe andere. Ich hab ein Kind gekriegt. Ich habe die Farm aufgebaut. Mit meinem Mann Englisch gesprochen. Mit den Kindern Deutsch. Und im Endeffekt verstehen sie jetzt drei Sprachen. Und mein Mann redet mit den Kindern Arabisch. Also mir war das. Ich war zu faul, weil ich habe mein Arabisch verstanden. Das war genug für mich. Und ich habe im Alltag mit den Kindern Arabisch mitgelernt. Am Anfang hatte ich meinen Sohn gar nicht verstanden. Was sagt er jetzt? Der hat sich als Baby entschieden, Arabisch zu lernen. Zuerst. Ne, er hat von Deutsch verstanden, aber er hat immer Arabisch geantwortet. Subhanallah. Und Mausi genau andersrum. Ja, und jetzt reden sie nur noch Arabisch zusammen. Ich muss immer sagen, rede mit ihm Deutsch, dass der Jonas ein reineres Deutsch spricht. Ne? Weil das ist wichtig. Ja, also wie gesagt, mach dir da keine Sorgen. Du wirst nicht geköpft in Ägypten, weil du ein Atheist bist. Das ist denen egal. Vielleicht natürlich nicht egal. Die würden natürlich auch jedem wünschen, ins Paradies zu kommen und dass jeder Muslim wird. Aber zwingen kann man keinen. Und ja. Und ich denke mal, wenn du auswanderst, wirst du nach Ägypten auswandern. Dann kann ich dir noch einen Tipp geben. Mach erstmal Urlaub und wohn mal 2 Monate in Hurghada in einer Mietwohnung. Du kannst dir gehst du mal spazieren, dann siehst du irgendwelche alten Männer. Heute schwingt dich, jetzt ist die Tür wieder zu. Sorry. Da siehst du irgendwelche Männer, so mit Kopftuch vor den Häusern rumlungern. Das sind die Dorm-Männer. Da gehst du einfach hin und sagst, du willst eine Wohnung angucken. Ne? Auf Englisch oder, ne? Meistens Englisch. Und dann zeigen die dir Wohnungen und wie viel. Und dann hast du eine Auswahl. Du kannst in ganz Hurghada 1000 Wohnungen. Nicht wie in Deutschland, du musst da zeigen, Arbeitsplatz. Du suchst dir die Wohnung selber aus. Ja, jetzt kommt die Mopsi. Ja. Du suchst dir deine Wohnung selber aus. Da wird nicht gefragt, hast du Geld oder hast du einen Job. Die wissen, die Ausländer, wenn sie was mieten. Und es wird, manchmal machst du einen Mietvertrag im Jahr, also ein Jahr. Ein Jahr musst du dann wohnen dort, aber nicht im Voraus bezahlen. Das ist monatlich dann. Ne? So. Also von dem her, guck erstmal, dass du mal 2 Monate in Hurghada lebst. Schau, gefällt dir das da? Ist es was für dich? Finanziell auch. Und auch nicht jeder kann das. Urlaub ist Urlaub. Aber wenn man mal in Hurghada lebt, das ist was anderes. Ne? Hotelurlaub ist immer schön. Ne? Wenn ich jetzt einen Urlaub mache, will ich auch im Hotel sein. Mir gefällt Wohnung. Nur Wohnung schön, wenn du eine große Wohnung hast. Aber im Endeffekt muss ja kochen, pipapo, das ist was ganz anderes, ne? Und du wirst sehen, es ist, oh Mopsi, du wirst sehen, es ist gar nicht so leicht,
Weil wenn du ohne Auto in Hurghada bist und dann, du gehst nicht mal kurz in den Handelshof und holst dir alle Sachen, die du brauchst dort. Du musst sehen, du kaufst dir dein Gemüse hier, du kaufst dir das Fleisch dort, hier ist das billig, da ist das billig. Das sind tausend Wege, die du gehst. Bis du alles erledigt hast, bist du kaputt und dann kommst du heim in der Hitze, Klima an und dann sollst du noch kochen. Leave me alone. Na, da geht gleich zu McDonald's. Also, es ist ein ganz anderes Leben in Hurghada als in Deutschland. Also ich finde, die Sachen dauern viel länger. Die Sonne geht viel zu schnell unter, dass du alles erledigen kannst. Ne? Also für mich ist es irgendwie, der Tag ist viel zu kurz in Hurghada. Die Zeit vergeht für mich nicht zu schnell. In Deutschland, ne? Hast alles schnell erledigt. Zack, zack, zack. Warst kurz einkaufen, alles nein. Hier dein Auto. Ja gut, mittlerweile ist es bei uns auch so. Also Mopsi weiß, Habibti, was ist da los? Die Naht, ja, die ist doch kastriert. Ja, mittlerweile ist es bei uns auch, aber trotzdem, bis wir in die Stadt kommen, wo wir was haben, eine halbe Stunde Autofahrt, halbe Stunde zurück, das ist auch, ne? In Deutschland warst du kurz beim Lidl, da ums Eck mit dem Auto, zack, 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 ein Euro Einkaufswagen rein, raus, fertig, tschüss, halt nach Hause. In einer Stunde hast du alles erledigt. Hier brauchst du 3 Stunden. Und in Deutschland geht die Sonne um 9 unter, hier um 6 oder manchmal um 5. Also, das sind große Unterschiede und nicht jeder kann das. Und mit der Mentalität der Ägypter kann auch nicht jeder. Ne? Immer das Gehupe und das Gefrage, komm in meinen Shop, kriegst du billig, beste Preis. Irgendwann geht es den Deutschen so auf die Nerven, dass sie einfach sagen, ich gehe zurück. Viele. Aber es gibt auch einen deutschen Club da, die treffen sich dann immer. Na, und dann, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Wenn man die Deutschen dann kennenlernt in Hurghada, treffen sie sich öfter, ne? Und machen dann, was weiß ich, Pokerabend, was weiß ich, was, ich weiß es nicht, was sie machen. Ich treffe mich ja nicht, aber ich weiß, es gibt so Stammtische für die Deutschen. Ne? Ihr könnt ja mal reinschreiben, wenn die für die Ausgewanderten oder für die, die auswandern wollen, wo trefft ihr euch immer, ihr Deutschen, in die Kommentare. Ne, Karibienbar weiß ich jetzt, gehen viele Deutsche hin. Ne, und in die deutsche Bread and Breakfast, die Bäckerei, ins deutsche Restaurant zur Regina. So. Also es gibt viele Deutsche in, ne, in Österreich, sage ich schon. Es gibt auch viele Österreicher in Ägypten. Also Heimo, Heino, Werner, wie auch immer. Keine Sorge, teste das Ganze mal, ob das was für dich ist. Ansonsten, bis die Tage, Maschilema. Bye bye!